Hallo ihr Lieben und willkommen zu einem neuen Tutorial von mir. Heute soll es um das Thema Ombre-Stoffe gehen und ich weiß, viele von euch haben Probleme damit, Stoffe selber zu färben. Ich habe dazu schon Tutorials auf diesem Kanal gemacht. Es ist aber, wenn man ehrlich ist, eine Riesensauerei. Es dauert unglaublich lange und es ist auch immer ein bisschen ein Glücksspiel. Also manchmal klappt es dann eben auch nicht und am Ende sieht der Stoff dann doch nicht so aus, wie man ihn haben will. Deswegen möchte ich euch heute eine Alternative zeigen, und zwar Stoff bedrucken lassen. Das Ganze mache ich in Kooperation mit My Fabric Designs. Und vor wenigen Tagen ist dieser schöne Ombre-Stoff hier angekommen, den ich mir für mein Zelda-Kostüm bestellt habe. Wie man das Ganze in Adobe Illustrator anlegt und am Ende auch bestellt, das werde ich euch in diesem Video zeigen. Bevor wir mit dem eigentlichen Tutorial starten, möchte ich euch gerne das sogenannte Swatchbook zeigen. Hier findet ihr alle Stoffe übersichtlich in einem Ringbuch zusammengefasst. So könnt ihr das Material und die Oberflächenstruktur, Dehnbarkeit und die Materialstärke vorab besser beurteilen. Hier sind wirklich jede Menge Stoffe vertreten, von Baumwolle bis Chiffon, Seide, Jersey und Polyester findet ihr hier praktisch alles, was das Herz begehrt. Auf der Website von myfabricdesigns.com findet ihr unter dem Reiter Fabrics-Pricing die gesamte Produktpalette aufgelistet. Die Miniaturen geben hierbei schon einen ersten Eindruck über die Struktur des entsprechenden Materials. Ich habe mich hierbei für ihre Baumwoll-Seidenmischung entschieden, weil dieser Stoff sehr weich fällt und sich somit perfekt für meinen Rock eignet. Bei Klick auf den entsprechenden Stoff findet ihr zudem weitere nützliche Infos. Für unsere anschließende Druckdatei ist die Stoffbreite entscheidend. Da es sich bei My Fabric Designs um eine amerikanische Firma handelt, sind alle Stoffbreiten in Inch bzw. Zoll angegeben. In meinem Fall ist der Stoff 42 Zoll breit und wird in Yards verkauft. Ein Yard entspricht übrigens etwa 91,5 cm, bedenkt dies also auf jeden Fall beim Bestellprozess, wenn ihr aus Europa kommt. Lasst uns nun mit einem schnellen Adobe Illustrator Kurs für Anfänger starten. Ich arbeite hierbei mit der neuesten Version aus der Adobe CC Cloud auf dem Mac. Generell könnt ihr aber auch ohne Probleme mit einer älteren Version arbeiten, um eure eigenen Stoffe zu gestalten. Zunächst einmal wollen wir uns ein neues Dokument anlegen. Hierfür könnt ihr in der Suchleiste auf Neu erstellen klicken oder einfach den Shortcut Command-N für Mac oder Steuerung-N für Windows verwenden. In dem Pop-up-Fenster bestimmen wir nun die grundlegenden Einstellungen unseres Dokuments. Wir wählen oben den Modus Druck und stellen unsere Maßeinheit anschließend auf Zoll um. Unser Dokument muss nun 42 Zoll breit sein, also der Breite des gewählten Stoffes entsprechend, und 36 Zoll hoch. 36 Zoll entsprechen nämlich einem Yard. Den Farbmodus stellen wir auf RGB und die Rastereffekte auf 150 Pixel per Inch. Bestätigt das Ganze mit Klick auf den Erstellen-Button. Anschließend öffnet sich unsere leere Zeichenfläche. Lasst uns nun gemeinsam unseren Arbeitsbereich einrichten. Keine Sorge, wir brauchen hierfür nur wenige Tools. Mit dem Menüpunkt Fenster könnt ihr euch das Farbfelder-Tool und das Verlaufsfenster öffnen. Bevor wir unseren Verlauf erstellen können, müssen wir zunächst unsere Basisfarben anlegen. Ich erstelle mir hierfür immer gerne eine Farbgruppe für mein Projekt. Klickt hierfür in eurem Farbfelderfenster auf das kleine Ordner-Icon am unteren Rand. In dem Pop-up-Fenster könnt ihr einen entsprechenden Namen vergeben und diesen mit OK bestätigen. In eurem Farbfelder-Tool erscheint nun zunächst ein leerer Folder. Lasst uns nun einige Farben anlegen. Ich plane für meinen Rock einen Verlauf mit 3 Farben. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, wie ihr eure Farben am besten anlegen könnt, würde ich euch den kleinen Color Guide empfehlen. Dieser wird auf dem Basis-Baumwollstoff gedruckt und enthält eine kleine Auswahl an gängigen Farbtönen mit entsprechendem Farbcode. Für alle unter euch, denen diese kleine Color Map nicht ausreicht, oder diejenigen, die sowieso öfters Stoffe drucken lassen möchten, denen kann ich auf jeden Fall diese große Color Map empfehlen. Und ihr seht, ich kann mich hier komplett in das Ding einpacken. Es ist riesengroß. Da bleiben eigentlich keine Wünsche offen. Ihr habt sämtliche Farben, sämtliche Farbabstufungen da drauf. Und das Schöne ist, diese Color Map wird spezifisch auf eurem Wunschstoff gedruckt. Das heißt, ihr habt auch einen super guten Eindruck davon, wie die Farbe nachher auf eurem Stoff wirken wird. Ich habe mir hier exakt 3 Farbtöne rausgepickt. Nämlich dieses helle Rosa, dann dieses satte Pink und dieses Pastellblau. Zurück zu unserem Adobe Illustrator Projekt. Mit Doppelklick auf die Farbminiatur in eurer linken Menüleiste öffnet sich der sogenannte Farbwähler.
Hier könnt ihr nun die Farbwerte eintippen oder mit dem Farbwähler frei wählen. Ich verwende die sogenannten Hexadezimalcodes aus meinem Andruck und tippe diese im entsprechenden Feld ein. Ihr könnt die aktuelle Farbe im oberen Teil der Miniatur betrachten und mit der vorher gewählten Farbe darunter vergleichen. Stellt sicher, dass ihr die Füllfarbe aktiviert habt. Ihr könnt über die Miniatur zwischen eurer Füllfarbe und der Kontur wechseln. Markiert nun euren Farbgruppenordner und klickt auf das kleine Icon mit dem Zettel, um eine neue Farbe zu erstellen. In dem Pop-up könnt ihr eure Farbe benennen und dies mit OK bestätigen. Wiederholt diesen Schritt anschließend für alle Basisfarben. Sobald wir alle Farben hinzugefügt haben, können wir unseren Verlauf erstellen. Zieht hierfür einfach die einzelnen Farben auf euren Farbverlauf im darunterliegenden Fenster. Unnötige Farben können wir ganz einfach entfernen, indem wir die kleinen Anker festhalten und sie einfach nach unten wegziehen. Verwendet nun das Rechteckwerkzeug, um ein großes Rechteck aufzuziehen, das den gesamten Arbeitsbereich abdeckt. Der Farbverlauf wird automatisch angewendet. Wenn nicht, könnt ihr diesen einfach mit Hilfe der Miniatur aus eurem Verlaufsfenster auf das Rechteck ziehen. Ich vergleiche meinen Druck gerne immer noch mit einem Referenzbild. Ihr könnt jedes Bild per Drag and Drop in Illustrator ziehen oder über Datei, Platzieren, Einfügen. Skaliert es so lange, bis es die richtige Größe hat, indem ihr eine der Ecken greift und mit gedrückter Maustaste nach außen zieht. Haltet dabei unbedingt die Umschalttaste für eine proportionale Skalierung gedrückt. Ich drehe es auch, während ich die Umschalttaste gedrückt halte. Auf diese Weise drehst du es in 45 Grad Schritten. Jetzt können wir unseren Verlauf ganz einfach anpassen, indem wir die kleinen Anker in dem Verlaufsfenster verschieben. Beachtet, je näher die Punkte zusammenstehen, desto härter wird der Farbverlauf. Lasst uns nun unsere Druckdatei exportieren. Geht hierfür auf den Menüreiter Datei, Exportieren, Exportieren als. In dem anschließenden Pop-up wählen wir zunächst das passende Dateiformat aus. Ich wähle hier das JPEG-Format aus. Ihr könnt aber auch als PNG oder TIFF unter 50 MB Datengröße speichern. Setzt einen Haken bei Zeichenfläche verwenden und gebt der Datei einen eindeutigen Dateinamen, bevor ihr eure Auswahl mit dem Exportieren-Button bestätigt. Prüft die Einstellungen im nächsten Pop-up gründlich und achtet darauf, dass ihr hier wieder den RGB-Farbmodus und eine Auflösung von 150 ppi eingestellt habt. Ich entferne hier auch den Haken zum Einbetten eines ICC-Profils, da wir dies hier nicht benötigen. Wir können unsere Datei nun auf der Website hochladen. Klickt hierfür auf den Reiter Create. Hier stehen uns jetzt verschiedene Optionen zur Verfügung. Wir wählen die erste Kachel mit Upload Your Fabric Design File aus. Wählt nun über den Button Select File eure Datei für den Upload aus. Die Datei wird nun einige Sekunden verarbeitet, je nachdem, wie schnell eure Uploadrate ist. Kurze Info am Rande, ladet hier bitte nur Designs hoch, für die ihr auch die Rechte besitzt. Anschließend gelangen wir in den Konfigurator, wo wir einige Einstellungen treffen können. Wählt hier zunächst den richtigen Stoff aus, in meinem Fall ist es der Cotton Silk Stoff. Wie ihr seht, verändert sich die Stoffbreite von 54 Zoll auf 42 Zoll und das Design wird passgenau angezeigt. Über die Option im oberen Bereich können wir bestimmen, wie unser Design auf dem Stoff angeordnet werden soll. In unserem Fall können wir zwischen Default und Center auswählen. Wir wählen hier Default, damit sich das Design je nach Länge des Stoffes wiederholt. Bei Center wird die Gesamtgröße einmal mittig auf dem Stoff platziert, egal wie lang euer Stoff ist. Unten könnt ihr nur noch auswählen, wie viele Yards ihr bestellen wollt, also wie lang euer Stoff sein soll. Fügt eure Konfiguration anschließend zum Warenkorb hinzu und bestellt euer eigenes Stoffdesign. Mit meinem Code JACKCOSPLAY15 könnt ihr übrigens 15% bei eurer Bestellung sparen. Mein Stoff kam nach einigen Wochen hübsch verpackt bei mir an, zusammen mit einer Wasch- und Pflegeanleitung. Ich bin mehr als zufrieden mit dem Druck und der Qualität des Stoffes. Die Farben sind einfach super deckend und der Verlauf ist richtig fließend umgesetzt worden. Ich kann gar nicht abwarten, mein Kostüm fertig zu nähen. Wenn ihr mich beim Prozess verfolgen wollt, schaut doch gerne mal auf meiner Instagram-Seite vorbei. Ich hoffe, euch hat dieses kurze Tutorial gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder abonniert meinen Kanal, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.